Welcome. Welcome to Survival World. So, das Experiment startet. Wir haben den ersten Tag, den 30.01.2017. Ich habe mir einen Poncho von jemandem ausgeliehen. Wie ihr seht, es regnet. Und um diesen zu befestigen für die Ausrüstung, damit sie nicht nass wird, so wie die Kamera, habe ich keine Schnur mit. Aber ich habe Schnur an meinen Zündstall dran. Diese verwende ich, um halt den Poncho aufzuhängen und zu spannen, damit die Kamera und die Akkus nicht nass werden. Es ist wichtig, dass die Ausrüstung nicht verloren geht, deswegen habe ich sie grün markiert und kommt unter den Klamotten. Also hier kommt die Kamera drunter, die Kapuze lasse ich auf, damit das Wasser sich hier sammelt oder da vorne und ich dann Trinkwasser habe. Wichtig für so einen Unterstandsbau ist, dass man die Gegend absucht, um eventuelle Wildspuren zu finden. Wenn man Wildspuren findet, dann sollte man dort nicht schlafen. Hier haben wir einen Wildwechsel, da kennt man sehr gut an dieser Schneise. Hier direkt unten würde ich jetzt nicht mein Lager hinbauen. Suchen wir weiter. Darunter wäre nicht schlecht. Wir haben den ersten Tag und erste Aufgabe, einen Ort finden für den Unterschlupfbau. Natürlich darauf achten, dass man nicht auf Wildpfade den Unterschlupf baut. Den Tieren ist das egal, die laufen diese Strecke immer. Geplant ist ein freistehender Unterschlupf. Das Lager soll freistehen, nicht am Baum angelehnt. Und natürlich viel Schutz bieten vor Wind und Wetter. Da eignet sich doch dieser Baum. Das ist ein direkter Pfad. Da fängt es da hinten an. Das Gebiet hier vorne hat einen freien Himmel, das heißt die Sturzkälte kommt runter. Es wird also sehr kalt. Hier vorne ist es gut gegen das Wetter, aber hier kommen Wildschweine. Und ich möchte abends keinen Besuch von Wildschweinen bekommen. Die Frage ist jetzt, bekomme ich das so hin, dass die Wildschweine nicht mich besuchen kommen? Ich bin geschützt vor Wetter und Wind. Oder baue ich auf eine Fläche. Ja, was mache ich? Also ich bin alleine und entweder ich mache es da, wo ich doll friere, oder hier, wo ich nicht so doll friere, aber eventuell die Wildschweine kommen. Ich markiere das hier so, dass die nicht so nah rankommen. Ich habe diesen Stock hier gefunden und der sieht schon aus wie so eine Spitzhacke. Man kann sogar damit die Erde aufreißen. Cooler Fund. Oder Notfall als Krückstock benutzen kann. So oder so.
Super Fund. Ich suche eine schöne runde Stöcker, damit ich abends nicht gepickt werde. Das wäre dann mein Feldbett. Schön vom Boden weg. Die Zwischenräume, die hier entstehen, die kann man dann mit Tannenzapfen, kann man dann mit engen welchen Zapfen auffüllen. Ich bin dabei, die Hütte zu bauen und ich habe schon mal das Kamera-Equipment und meine Sachen unter einer wasserfesten Plane. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es hört man. Es regnet. Und mal schauen, ob ich heute Abend wieder trocken werde. Das Feld ist eine Unterkunft, die für ein paar Tage gedacht ist. Das heißt, ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe, um die nächsten Tage gemütlicher zu schlafen. Da es ja die ganze Zeit regnet, habe ich jetzt hier Wasser und ich habe die Kapuze ja nach innen reingehängt. Zack, zack, habe ich jetzt auch hier Wasser. Also ich habe erstmal den Wildschutzzaun aufgebaut, um Schutz von den wilden Tieren da hinten zu haben. Und es wird ungefähr eine Stunde dunkel und ich muss immer noch meinen Unterschlupfzinne bauen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Das fährt schon. Jetzt am Lagerfeuer, wärme mich ein bisschen auf, die Klamotten sind nass, sind aber soweit wasserdicht. Also ich hoffe, die Nacht wird nicht so kalt. Ich war vorhin an dem kleinen See, der war eingefroren. Ich muss mir also morgen von einem fließenden Gewässer mein Wasser beschaffen und abkochen, also filtern und abkochen. Das Feuer ist zu schwach, um für die Kamera halt gute Aufnahmen zu machen. Aber ich gebe hier mein Bestes, damit man wenigstens ein bisschen erkennt, was ich hier mache. Licht ist immer hier so das kleine Problem draußen. Wenn man nicht gerade ein Feuer hat, hat man auch kein Licht. Ja, erste Nacht, wie ich mich fühle. Gut, ne? Also jeder überlebt locker eine Nacht draußen. Es ist jetzt 6 Uhr. Ich habe so gut wie kaum geschlafen, da ich seit gestern Abend nichts mehr getrunken habe
und mich körperlich halt sehr überanstrengt habe. Ja, ich habe daraus gelernt, dass man rechtzeitig losgehen sollte, um zusätzlich Wasser zu besorgen. Eingang hier habe ich einen Poncho, damit ich dann von der Kälte geschützt bin. Und ja, wir haben 0 Grad oder 1 Grad eher. Und hier drinnen müssten wir kuschelige, ja, vielleicht 4 bis 6 Grad haben. Das wird also eine sehr, sehr kalte Nacht. Ich habe hier eine Geländeübersichtskarte von meinem Lager. Hier bin ich. Ich habe das Gebiet erkundet, um am dritten und fünften Tag immer noch zu wissen, wo ist mein Wasser. Hier hinten zum Beispiel haben wir den Sumpf. Ich weiß nicht, wie ich den einzeichnen soll. Deswegen habe ich hier einfach Moos genommen. Jo, meine Geländekarte. So weiß ich, wo ich bin und so weiß ich, wo ich Wasser finde. So wie es aussieht, muss ich da durch. Der Boden ist teilweise gefroren. Endlich habe ich Wasser gefunden. Es wird langsam echt anstrengend. Man ist langsamer, man bewegt sich langsamer, man denkt langsamer. Nach der Erkundungstour habe ich mich zu sehr angestrengt. Somit bin ich jetzt viel schwächer als sonst. Gestern hatte ich auch nur 1 Liter Wasser getrunken und hatte hier alles aufgebaut. Um noch mehr Wasser abzukochen, brauche ich mehr Brennholz. Das heißt, ich sammle jetzt noch mehr und dann habe ich heute Abend ein schönes Feuer. Brennholz. Also, wenn man was getrunken hat, dann bringt das wieder Spaß. Ja. Ich werde heute Nacht Steine mit einem Unterstand nehmen. So werde ich wenigstens nicht frieren. Man lernt draus. Mir ist aufgefallen, ich brauche noch so eine Art Küche, um mein Besteck wegzustellen.
Ja, ich habe jetzt hier ein Board hingebaut, damit ich meine Gegenstände meine Flaschen zum Beispiel hinstellen kann oder was auch immer. Es hilft mir ungemein weiter, da das alles nicht am Fußboden rumliegt und ich immer ständig darüber stolper. Ja, ich bin fertig geworden mit meinem Board. Also hier habe ich ein Rost, wo ich noch halt die Sachen erledigen muss oder halt mir mein Hilfsmaterial hinpacke, was ich noch bearbeiten will und was trocken gelagert werden muss. Das hier wird mein Teller. Noch ist er nicht fertig, aber ich hoffe morgen oder übermorgen. Gut, weiter habe ich hier mein Ablagefach für Besteck oder für neue Gegenstände, die ich noch entwerfe. Damit es auch hier oben trocken gelagert wird und nicht dort unten im Fußraum ich ständig drüber stolper. Ist noch ein bisschen wie zu Hause. Genau, ich fühle mich hier so ein bisschen wie zu Hause. Also ich muss sagen, das Spezialtraining hier ist echt schmackhaft. Es gibt Porre. Ja, wie ihr seht, mein Teller hier vorne ist immer noch nicht fertig. Aber ich bemühe mich heute Abend, den weiterzumachen. Aber erstmal gibt es Lauch. Genau. 4. Der anderen Seite koche ich Wasser ab. Die Nacht war ein bisschen besser, da ich Steine mit reingenommen habe. Steine, die ich am Feuer hingelegt habe und dann später mit Handschuhen in meinen Unterschlupf geworfen habe. Ich hatte noch hier mein Dach verbessert. Und hier drinnen sieht man jetzt schlecht. Hier drinnen habe ich übernachtet im Unterstand. Hier hinten habe ich meine Lagekarte. Hier natürlich ein Wildschutzzaun gebaut. Und hier habe ich meinen kleinen Lagerplatz. Was ja neu dazu gekommen ist gestern, ist mein Abstelldresen. Auf der Seite habe ich immer Schnüre und alles mögliche trocknen kann oder halt Naturmaterialien hier hinstelle. Morgen! Das Tuch muss nach jedem Filterdurchgang wieder neu, ich sag mal so, sterilisiert werden. Durch den Qualm von dem Feuer. So. In so einer Situation nie weiß, wann man abgeholt wird, ist es dort sinnvoll, eine Latrine vorzubereiten. Damit man nicht in deinen Fäkalien rumrennt, sage ich mal. Dazu habe ich jetzt meinen Grabstock mit und werde hier jetzt ein Loch reinbauen. Notfall kann man sich auch hier dran festhalten, an den kleinen Stock. Aber ich empfehle eher am Baum, links und rechts.
Eine Wiese, okay. Ja, dritter Tag. Ich fühle mich ein bisschen duselig. Ab und zu verwehrt halt. Ja. Dritter Tag, wie man sieht, 3 Tage Bad. Und ich muss jetzt wieder los und Wasser holen. Meins ist leer. Ja, die Kamera nehme ich diesmal nicht mit, da es ein viel zu großer Aufwand ist, sie mitzuführen. So, um die Kamera jetzt nicht mal mitzuführen, wenn ich Wasser hole, da die doch auf dem Weg sehr anstrengend werden kann, zeige ich euch einmal kurz die Karte, wo ich mich befinde und wo ich das Wasser herbekomme. Ich muss durch den Wald, hier über die Strohlandschaft, über das Wüstengebiet, über eine Wiese und da hinten ganz ist dann der See. Ja, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, mehr Wasser mitzunehmen. Los gehen und Wasser holen. Das macht sich ja nicht von allein. Die restlichen kleinen Zweige, die kann man so einfach wieder rausholen. Wie das Ganze dann aussieht, tada, leicht gelblich. Ja, ein Mensch kann 3 Tage überleben ohne Wasser. Ich war erst sehr skeptisch, als ich gleich am 2. Tag gezwungenerweise das Wasser abgekocht habe. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja immer sehr vorsichtig, was sowas angeht. Es ist immer noch Winterzeit und ich merke jetzt erst nach dem 3. Tag, wie wichtig es ist, alles zu machen. Feuerholz besorgen, Wasser abkochen, wenn mal gerade nicht gearbeitet wird. Wenn die Handschuhe aufkommen. Ich zeige euch mal, was ich in 3 Tagen geschafft habe. Vorsicht! Ich habe ein Feuer mit Steine, die sorgen dafür, dass ich in der Nacht da drinnen nicht friere in meiner Hütte. Natürlich habe ich hier eine Lagekarte und einen Zaun drumherum, damit kein Wildschwein mich angreift oder sonst für ein Tier. Ein Wildschutzzaun und hier ist meine geile Hütte. Ich habe das noch ein bisschen abgedeckt, das isoliert noch mehr. Hier habe ich so Naturmaterialien, hier will ich mir noch einen Teller brennen. Hier sind Schnüre, Zünder zum Anmachen des Feuers, wenn gebraucht wird. Bis jetzt habe ich das noch nicht gebraucht. Bis jetzt brauche ich immer nur Fichte, Tanne oder Kiefer. Und Kiefer ist genial. Ja, so, die Höhe ist gut. Dann jo, okay. Zack, gehe hier rüber. Zack, einmal. Ist hier halt mehr Spannung drauf. Jetzt ist es doppelstöckig. Ich lasse Feuer die Arbeit machen. Ist schon dunkel, aber ich habe jetzt statt da, wo der Lappen dran hängt, mein Tuch, womit ich immer desinfiziere, es hat sich halbwegs aufgelöst. So, gucken, wie dieses funktioniert. Heute Abend gibt es lecker Fisch. Ja, willkommen. Willkommen zum 4. Tag. Man spürt langsam, dass die Hygiene nachlässt.
Morgens fängt das immer damit an, dass ich mit sehr kalten Füßen aufstehe und denke, oh mein Gott, mir sterben die Füße ab, weil wir immer bei 0 und minus 1 Grad hier sind. Also da hinten, dieses Board soll meine Wäsche und alles Mögliche über dem Feuer trocknen. Und da warme Dämpfe eher nach oben steigen und sowas Leichte hier nach unten wehen lassen. Ja, es ist abgefallen, das ist mein Halstuch gewesen. Verschmorte unten im Feuer und ich dachte so, oh nein, damit habe ich doch immer mein Wasser abgekocht. Dann kam ich auf die ganz, ganz neue Idee, mir eine Wäscheklammer zu basteln. Prinzip wie so eine Zange, tak, 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 nur als Wäscheklammerfunktion, dass ich das dann oben so in den Stock reinhänge, damit mir die Wäsche nicht mehr wegfliegt. So, was ich gestern noch geschafft habe zu basteln am Feuer, ist diese geniale Fischhalterung. Ich habe hier gestern, wenn man das hier so auseinanderklappt, ich habe das jetzt hier nochmal befestigt, an einer Seite. Ich habe hier diese coole Fischklemme gebastelt. Hier hatte ich gestern Fisch zwischengeklemmt. Das funktioniert echt gut. Und ist echt praktisch. Hierzu habe ich Naturmaterialien nur verwendet, also hier diese Naturschnur, die ich gefunden habe. Hier unten habe ich noch mehr rumgewickelt und habe mir hier so einen Halter gebaut, damit ich es irgendwo aufhängen kann, anstatt irgendwo hinstellen. Klein und fein, man könnte auch damit jemanden hinten auspeitschen. Dafür soll es aber nicht geeignet sein, das ist halt nur um hier Fisch dann zwischenzupacken und zu räuchern. Was mit zu meiner Erfindung gekommen ist, gleich am ersten Tag, ist die Spitzhacke. Die habe ich so gefunden, die ist hier einfach verfault und hier so komisch gewachsen. Hab sie unten nur am Feuer nochmal spitz gemacht. Ja, damit habe ich mir die Latrine noch ausgegraben. Zack, zack. Ist sehr gut. Am ersten Tag habe ich mir noch Gedanken gemacht über die Lagerabwehr. Da habe ich mir einfach einen Ast gesucht, habe den angespitzt und das Feuer gehalten, gehärtet und habe somit einen ganz langen Speer. Was man natürlich nie bei sich hat, aber jeden Tag braucht. Messer, Gabel, Löffel. Da ich keine Gabel und keinen Löffel habe, habe ich mir Essstäbchen angefertigt. Oder als Pika und dann essen. Oder um den Tee umzurühren. Also multitaskingfähig. Und die packe ich immer hier auf diese Rinde als Ablagefläche. Macht sie auch schöner und man weiß immer, wo sie sind. Das wird noch ein Schrägdach da vorne oben. Noch sieht man nichts, aber oben kommen noch Latten und Bretter. Ich habe ja seit gestern so viele Schnüre und einfach zusammenschnüren und dann ist es leichter zu tragen. Falls es regnet oder zu doll schneit, schützt vor allen Dingen auch die Glut. Vierter Tag. So die Einsamkeit, nö, die belastet mich gar nicht. Obwohl doch immer so gesagt wird, wenn man alleine ist, dann belastet das einen sehr. Mich belastet das gar nicht. Ich habe zurzeit alle Dinge zu machen, die ich will. Ja, im Notfall rede ich mit der Kamera. Ja, aber größtenteils rede ich gar nicht. Ja. Muss ja ruhig sein und energiesparen.
Ja, ich habe hier so eine Astgabel gefunden und ich bin auf die Idee gekommen, den einfach hier hinzupacken als Rückenlehne und einen Stock, der das dann alles hält. So sieht jetzt endgültig das fertige Lager aus. Und das habe ich innerhalb von 4 Tagen geschafft. Jetzt fehlt echt nur noch hier eine Kopfstütze. Und dann kann man echt hier so am Feuer total entspannen. Ich muss jetzt langsam wieder Holz sammeln, da ist doch echt sehr kalt wird. Wow, ich hatte noch nie so viel Bart. Ich sehe ja endlich mal aus wie ein richtiger Mann. Ich werde diesmal die Kamera mitnehmen, um ja, euch den Weg mal genau zu zeigen, den ich jeden Tag gehe, um nur Wasser zu holen. Der ist, also für mich ist der anstrengend, liegt vielleicht daran, dass ich kaum was gegessen habe. Ja, hier ist meine Wasserflasche drinne. Und hier kommt dann die Kamera rein, falls ich Hindernisse überwinden muss. Ganz wichtig, um das Wasser natürlich vor Ort zu filtern, meine Gesichtsmaske. Gut, ich habe die Wasserflasche, das Behältnis, um es umzufüllen, den Filter dazu und den Wassersack, um zusätzlich Wasser mitzunehmen. Ja, das sind die Sachen, die ich immer mitführen muss, damit ich nur am Wasser rankomme. Und jetzt nehme ich zusätzlich wieder mal die Kamera mit, aber ich kenne den Weg ja und den können wir jetzt gehen. Wir müssen erstmal ein paar Schritte dort hinten hin. Also hinter mir ist mein Lager und ich muss erstmal diese Richtung. Oh Mann ey, das ist echt nur für Wildschweine. Hier haben wir jetzt Sumpflandschaft, da kann ich nicht so einfach durchgehen. Aua, voll auf die Lippe. Erste Mal geschafft, ohne zu sinken. Hier hole ich immer meine Berke, mein Zunder und alles Mögliche. Hier, das meinte ich. Man muss sich eine Brücke schaffen, wenn man darüber gehen will. Und da will keiner freiwillig reingehen. Den Sumpf habe ich hinter mir gelassen. Da hinten ist nochmal Sumpf und dahinter ist endlich mein Wasser. Alles nicht so einfach. Oh. Hier schwimmt ja eine Menge Kompost, Blätter und alles Mögliche auf der Wasseroberfläche.
dieses Wasser, was ich hier reinmache, das filter ich immer vor Ort. Durchschieben. Ja, Tag 4 und ich habe mich immer noch nicht gewaschen, geschweige denn Zähne geputzt, und das sieht man auch. Ich werde mich jetzt also das letzte Mal, wo ich hier am Wasser bin, nochmal waschen. Dann werde ich nochmal Feuerholz suchen und das Lager aufbereiten. Oh, das Wasser ist so kalt. Oh, ist das kalt. Wir haben Lufttemperatur 0 Grad und es ist arschkalt. Finger werden rot. So kalt ist es. Aber Körperpflege muss sein. Mütze wieder auf. Damit ist besser. Endlich mal Erfrischung pur, würde ich sagen, ne? Ah, es ist kalt. Falls ihr euch gewundert habt, woher ich die Schnüre habe, die sind auch hier am Wasser zu finden, im Sumpfgebiet. Die sind nämlich hier überall am Fußboden. Alles Schnur für, ja, meine ganzen Bebauten, die ich gemacht habe. Hier ist so viel, ich könnte noch viel mehr bauen. Es ist dunkel und ich muss noch Essen finden und ein Feuer machen. Aber dafür muss ich erstmal Feuerholz suchen. Ja, Schnüre sind hier reichlich. Genau. So, es ist ja dunkel und ich habe ja noch Hunger. Also muss ich mir erstmal mein Essen zusammensuchen. Ich suche jetzt pflanzliche Nahrung und werde die dann zubereiten am Feuer, später am Lagerfeuer. Hagebutte. Die Beute ist sehr gering ausgefallen. Sehr gering. So eine Rückenlehne ist echt entspannt. Ich werde jetzt noch mal losgehen und mir Brombeerblätter holen. Einfach so zuklappen und abziehen. Oh, tut trotzdem weh, kommt trotzdem durch. Aber, oh Mann. Okay. Oh. Da ich ja immer noch Wasser brauche. Okay. Hier dasselbe Prinzip wie am See. Zack, ein Loch rein. Und dahin stellen. Ach ja, die Blätter vorher rausholen. Die habe ich jetzt natürlich alle rausgefischt. Also ich glaube, jetzt so am vierten Tag
darf man schon mit sich selbst reden. Das hier. Lässt sich schneiden wie eine Karotte. Interessant. Dickere Schnitzel. Komm schon. Ja, das ist ein guter Schnitzel. Oh, das ist gut. Ich hole mir Glut. Dann packe ich meine Fisch, die ja multifunktionell ist. Und dann kommt da mein Schnitzel rüber. Da auch. Hab da ja meine Schnitzel. Schnitzel zu Kartoffeln. Ja, hat schon was vom Schnitzel. Oh ne. Ist ganz schön bitter. Jetzt weiß ich, wo der Fehler war. Das andere war schon verkohlt und zu dünn. Die Scheiben müssen dicker sein. Und die Konsistenz ist dann auch viel besser. Ja, leider ist das kaputt gegangen. Aber nur einer. Das heißt, kann man ersetzen. So geht's natürlich auch. Wie ich mich fühle und was ich aus den ganzen Sachen gelernt habe. Ich habe gelernt, im Winter und bei Minusgraden oder auch um den 0 Grad Punkt, so wie wir das die letzten Tage hatten, minus 1 und 0 Grad, bau dir einen schrägen Unterstand mit Feuer und pack die heißen Steine dann im Unterstand mit rein. So hält man die Nacht viel besser durch. Ja, da das Dach über Nacht schön vom Feuer trocknet ist, habe ich hier super Brennmaterial. Also gestern ist mir ja der hier kaputt gegangen durch die Glut. Der ist mir hier vorne gebrochen und ich habe ihn hier geklebt und das alles mit Baumharz und Kohle. Super Material. Fühlt sich an wie ja, steinhart, Glas. Fühlt sich komisch an, wenn man alles wieder abbauen muss. Geht einem auch schon ein bisschen ans Herz, aber muss so sein, ne? Genau. Endlich habe ich mal genug Kohle, um meinen Teller weiter zu brennen. Juhu. Naja, okay. Also alles, was übergeblieben ist, ist ein riesengroßer Komposthaufen. Da hinten habe ich das Stroh hingepackt. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habe ich es abgebaut und jetzt ist auch Feierabend.